Vor 7 Monaten haben wir in einem Update-Video Folgendes gesagt. Eins der Projekte bleibt noch ein paar Monate lang geheim. Und jetzt ist es endlich nicht mehr geheim. Wir haben weit über ein Jahr daran gearbeitet. Noch nie haben wir auch nur im Ansatz etwas so Großes umgesetzt. Wir haben eine richtig dicke Doku produziert. 2, 1. Es waren einmal 5 Bären. Die lebten alle in Russland. Sie waren alle ganz unterschiedlich in den Dingen, die sie mochten und taten. Doch eine Gemeinsamkeit hatten sie. Sie waren alle ganz schön gefährlich. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. Donald Trump sagt wortwörtlich auf einer Wahlkampfveranstaltung Russia. If you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Da könnte was kommen. Und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Die Hacker haben Zugriff auf nahezu alles, was den Wahlkampf betrifft. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Putins Bären behandelt die wohl gefährlichsten Hacker der Welt, Spezialeinheiten russischer Geheimdienste. Sie basiert auf einem phänomenalen Podcast, dem Mann in Merkels Rechner. Wir haben mit einigen der krassesten Investigativjournalisten im deutschsprachigen Raum gesprochen, einen hochrangigen Geheimdienstler interviewt, einige der verrücktesten Hacks der letzten Jahre akribisch nachgebaut. Wir sind ziemlich stolz auf das Ding. Die Doku ist in Kooperation mit Funk und dem SWR entstanden und ist komplett gratis in der ARD-Mediathek verfügbar. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Reactions gehen fit, aber bitte erst nach 48 Stunden hochladen und die jeweilige Reaction muss sich tatsächlich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Viel Spaß damit, hoffentlich gefällt sie euch. Cheers!